Hallo, ich wollte mal wieder mit euch zusammen kochen. Und zwar gibt es heute mal was Einfaches. Ich war heute Morgen so unterwegs, wie das nun mal so ist. Und da habe ich gedacht, was Einfaches. Pommes und Salat. Ist doch einfach, oder? Selbstgemachte Pommes. Und dafür habe ich ja diesen schönen Schneider hier. Moment, mal eben lösen. Den hier mit dem 1 cm Abstand. So, dass ich also bequem meine Pommes in Feinschnitt kriege. Und ich gucke jetzt immer, wie weit geht das Video da. Weil ich probiere immer was Neues aus. Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn habe ich es jetzt in Querformat bei mir in der Küche gemacht. Jetzt seht ihr, wie der Rest der Küche da aussieht. Ja. Ich probiere doch gerne was aus, wo? Pommes aus echten Kartoffeln. Die kommen da bequem rein und jetzt kommt das Einfache. Draufdrücken und die Pommes sind durch. Also die Kartoffeln sind durch. 1 cm Pommesfeinschnitt, die kommen gleich in eine Heißluftfritteuse. Jo, also 4 Kartoffelkes. Das ist jetzt nicht, wer weiß, wie anstrengend, wie ihr seht. Also das mache ich so mal eben zwischendurch. Das Einzige, was anstrengend ist, man muss darauf achten, dass sie nicht aus dem Topf fallen. So, die kommen gleich in eine Heißluftfritteuse. Also das war jetzt einfach, ne? 4 Kartoffeln, das ist schon mal, auch wenn sie jetzt in der Fritteuse noch ein bisschen zusammenschrumpfen, ist das schon mal eine gescheite Portion. Schon mal ein Anfang. Gut, jetzt für den Salat. Da habe ich ja so einen schönen Schneider. Ich glaub, weiß nicht, wie oft ich den jetzt in den letzten Wochen gemacht habe. Den hier. Und da liegt schon das erste drauf, was da durchgeschickt wird. Also. Sieht man das überhaupt? Muss ich noch dran arbeiten? Natürlich nehme ich den Restehalter. Na loco. Vielleicht sollte ich. Ich glaube, das Video muss ich gleich schneiden. Nein, muss ich nicht. Life is life. Ja. Und den Restehalter für den Rest. Das ist der absolute Rest. Hier habe ich also schon mal so den Anfang eines gemischten Salates. Was machen wir da noch bei? Tomate. Ich gebe nie auf, Macke. Das ist das letzte Mal auch passiert. Er hat aber keine Chance. Der Rest muss sowieso oben immer abgeschnitten werden. Der kommt an die Seite. An sich könnte ich da noch eine Gurke drauf schicken. Also die Tomaten. Da, seht ihr, sind auch mit dabei. An sich ist mir das zu wenig Salat. Ihr kennt ihn. Den Schäler. Da ist er. Also, das ist ein tolles Teil. Fluppt mal eben so rüber. Ist Spontanität, oder? Genau wie bei euch live in der Küche zu Hause. Oh, das könnte noch was hingehören. Jo, könnte. Zack, mal eben gemacht. So, und bevor jemand schreit, ja, für den Rest gibt es den Restehalter. Ist jetzt wenigstens auch ein Salat. Jetzt haben wir hier wenigstens noch was auf dem Teller. Das Tomätchen. Aufgeben gilt nicht. Das ist bei mir immer die Stelle so, zack, immer eine Seite. Dann habe ich schon mal vorgeschnitten, etwas Mozzarella da oben drauf. Und da gehört natürlich jetzt auch noch ein schickes Dressing drauf. Und diesmal machen wir kein Fertigdressing, sondern wofür habe ich ihn schließlich? Um was live selber fertig zu machen. Ach ja, mit dem Salat. Ihr wundert euch bestimmt über diese schicke Schüssel mit dem schicken Haubendeckel. Sieht toll aus, wo?
Mein Mann hat Spätschicht. Also ich werde gleich noch mal so eine Portion fertig machen. So, Salat, ja, lecker, gut. Werde noch eine Portion fertig machen, in den Kühlschrank stellen. Und er kriegt natürlich heute Abend auch noch mal frisch ein paar Fritten drauf. Klar, logisch. Und es ist doch praktisch so in den Kühlschrank. Selbst wenn da ein bisschen mehr ist, passt bequem hier rein. Ja, jetzt machen wir wieder Spaß. Und zwar ihn hier. Der macht nämlich Spaß. Im Basilikum hier rein. Sieht man hier? Hier wächst bei mir das Basilikum auf der Fensterbank. Dafür brauche ich nicht in den Garten zu hüpfen. Da kann ich jederzeit hier frisch pflücken. Und Karussell. Nochmal Randale. Der ist ja mal richtig klein, der Basilikum. So, und weil ich grün mag, kommen noch ein paar Pistazien dazu. Ah, oh, das ist wieder der Moment mit dem Geruchsvideo. Also, das müsst ihr unbedingt zu Hause ausprobieren. So Basilikum, wenn der so frisch geschreddert ist, boah, der riecht. Das ist ein richtiges Geruchserlebnis. Das ist einfach. Könnte es an sich wie ein Jojo so machen. Auch klein. Da unten das Feine, das ist das, was wir gerade reingegeben haben. So, jetzt kommt noch Parmesan dazu. Schönes scharfes Messer. Immer griffbereit dabei. Der letzte Rest. Kann wieder neu gekauft werden. Und auch der wird da drin mal eben zerkleinert. Wofür soll man Dressing kaufen? Ab und zu ist das mal wegen Zeitmangel. Aber jetzt alles klein. Und hier für Essig und Öl natürlich ideal. Hier habe ich jetzt noch einen Rest Olivenöl drin. Und das ist eben so von wegen, wie viel Esslöffel brauchen wir jetzt für unser Pesto bzw. für unser Dressing? Das ist ganz variabel, so wie die Konsistenz eben sein soll. Das waren bestimmt 2 Esslöffel. Das war das genaue Esslöffelmaß. Ihr kennt das. Brauche ich gar nicht so viel. Ist ja nur Öl. Und das kommt jetzt natürlich, Schublade auf, sieht man die? Nein. Auf unser Salat drauf. So, da ein bisschen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bräuchte noch ein bisschen Öl. Aber sieht das gut aus. Und es war ein bisschen wenig Öl. Kann ich sogar mit an den Tisch nehmen. Und so, klar, könnte ich das jetzt für meinen Göttergarten für heute Abend fertig so machen. Aber der sieht so gut aus, den will ich direkt haben. Aber mir fehlt noch ein bisschen Salz. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein bisschen Salz könnt ihr, glaube ich, noch drauf. Und da haben wir ja noch im Programm diese schöne Salzmühle. Da kann ich hier oben den Mahlgrad einstellen. Zu den kleinen Punkten hin wird es immer feiner und zu den großen Punkten etwas gröber. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwas mit grobem Salz machen möchte, mir fällt gerade nichts ein, das passiert bei Videos schon mal. Also wie gesagt, mal gucken. Gerd Masch, Kopf über und bitte nicht zu viel. Erreicht also wirklich so ein bisschen. Ich könnte natürlich damit auch beliebig das ganze Essen salzen. Funktioniert. Und das Schöne ist immer der Deckel oben drauf. Meine Mutter hat früher mal so eine hohe, schlanke Salzmühle aus Holz gehabt. Die sah super aus. Aber wenn man die irgendwo hinstellt, war unten immer dieser Salzrand, weil der hatte keinen Deckel. So kann ich das gute Stück sogar mit runter in den Garten nehmen. Funktioniert super. Und ich kann es sogar so in der Tasche tun, ohne dass was passiert.
Zum Befüllen den großen Rand. Und dann habe ich da eine große Öffnung, um ganz bequem Salz da reinzugeben. Es hat ein Keramikmalwerk, deswegen funktioniert das auch mit dem Salz. Es geht natürlich auch bei sämtlichen anderen Gewürzen. Also wenn ihr jetzt Pfeffer darin malen wollt oder Piment, bei Muskat die Muskatnuss nehmen, die in eine Tüte geben und an einer Stelle, wo ihr draufhauen könnt, einmal mit dem Fleischklopfer oder mit dem Hammer, mal eben feste draufhauen. Dann habt ihr kleine Teile, die könnt ihr auch hier reintun. Bei einer Vanilleschote könnt ihr die auch klein schneiden und hier reingeben. Es muss nur immer hier reinpassen, hier durchpassen. Da sieht man es. Ja, so. Da muss es immer durchpassen. Alles, was da durchpasst, kann auch gemahlen werden. Es sollte trocken sein. Also was Feuchtes, also was Mikro funktioniert nicht. Also trockene Sachen können dann durchgemahlen werden. Gut. Jetzt kommen meine Pommes noch in die Heißluftfritteuse und ich kann euch nachher noch zeigen, wie sie aussehen, bevor sie gegessen werden. Ich freue mich schon drauf. Pommes und Salat. So, Essen ist fertig. Wer jetzt denkt, von wegen, jetzt hat sie sich extra umgezogen fürs Essen. Nein, ich habe gerade meine Post aufgemacht und ihr müsst Spiegelschrift lesen. Kann ich nichts für. Gut, also meine Fritten sind fertig, gewürzt. Und da ist es eben das Schöne, dass die Schüsseln von Tupper so schön fest zu sind. Jetzt hat jede Pommes auch was abgekriegt. So. Es hat sich gerade noch ein Schnitzelchen auf meinen Teller verirrt. Komm, noch ein bisschen Pommes kann ich haben. Und so sieht das Essen mehr oder weniger fertig aus. Ein Schnitzelchen und ein paar Pommes. Und auf meinem Teller mit dem Salat haben sich noch ein paar Oliven verirrt. Also mein Essen ist fertig. Ich wünsche euch guten Appetit.